Wir haben noch eine ganze andere Ecke da unten übersehen. Das darf ich nicht vergessen. Und hier könnten überall wieder Geheimgänge sein. Es ist komisch, dass keine Nachrichten da sind mit Illusionary Wall. Aber na gut. Und wir scheinen jetzt schon im anderen Gebiet zu sein. Ja, also der andere Weg unten, den ich nicht lang gegangen bin beim Leuchtfeuer, da scheint es in das eigentliche Pharaoh's Doors Gebiet zu gehen. Und das hier war jetzt nur der Durchgang. Life Gem. Hier noch irgendwo Geheimwände vielleicht? Ne. Brightstone Cove. Ja, schon ein neues Gebiet. Und da ist ganz viel Loot. Gucken wir doch mal hin. Und ein Typ, der mit einer Picke auf den Boden schlägt. Wow. Und ein Typ, der mit einer Axt nach uns schlägt. Noch mehr Typen? Ne, okay. Also, schleichen wir uns weiter an. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. Mach einfach weiter, ist okay. Kabusch. Kabusch. Ha, ist das schick. Alles 2 Hits oder 3 Hits. Kommt gar nicht mal ran. Sehr schön. Das ist halt... Was war das? Okay. Das ist halt der Vorteil an so weitläufigen Gebieten. Man kann den Gegner kommen sehen, man kann ihn wegsnipern, ist alles gut. Aber sobald wir in sowas Dungeon-artiges reinkommen, wird's garstig. Weg. Und irgendwie scheinen die Jungs ja auch nicht die hellsten zu sein. Die haben es nicht mehr geschafft, aus dem Zelt rauszukommen. Oh, die kann bestimmt wieder kaputt hauen. Lacerating Arrows. Die werden wahrscheinlich Blutungen verursachen. Hier ist doch ein Typ drin, oder? Oh. Nee, das ist nur... ein Rüstungsständer. Yeah, okay. Ich würde gerne den Typen treffen und nicht dieses Gestell. Und da sind Schweine. Schwein, Schwein, Schwein. Oh. Ach du Kacke. Nimm, 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 nimm. Ach, bin tot. Die sind... Also ein Schwein ist stärker als alle bisher getroffenen Bewohner von diesem Hillbilly-Dorf oder was auch immer das ist, zusammen. Das ist, ja, ungewöhnlich. Es hat einfach bessere Magieresistenz als Schwein. Aber trotzdem. So, große, ganz große Seelenpfeile. Ja, gib ihm. Durch die pure Macht der Magie zurückschleudern. Weg. Ein noch. Na komm, hau daneben. 350 Seelen. Ja, okay, sie bringen auch mehr als die Bewohner, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne außenrum einmal alles kaputt machen an Gegnern und dann drin die Zelte durchgucken. Ja. Mehr Seelen ist immer gut. Oh, eine Kiste. Wie kommen wir da rein? Hier... Treasure ahead. Ah, da ist eine Leiter. Okay, wir müssen erstmal irgendwo anders runter, um da wieder hochzukommen. Da ist noch Loot. Pickup Item. Titanite Shard 1, normal. Und warum sind hier so viele Blutflecken? Du, woran bist du gestorben? Du bist nach... Was? Du bist nach da gelaufen. Du bist runtergefallen. Es ist kein schönes Ende. So, du musst noch weg. Also merke, da müssen wir später irgendwie wieder hochkommen. Hier ist ein Haufen Leichen, der verbrannt wird. Oh, Leuchtfeuer, sehr schön. Noch nicht benutzen. Ich will mich erstmal weiter umgucken. Danach können wir das Leuchtfeuer... Nee, danach gucke ich mich um, wo es weitergeht.
Und wenn ich weiß, wo es weitergeht. Wenn ich weiß, wo es weitergeht, dann werde ich das Leuchtfeuer benutzen, wenn wir neue Zaubersprüche haben und dann gezielt in die Richtung mich durchkämpfen. Das will also nur Gegner töten, die auch wirklich töten müssen. Try attacking. Ja, okay, nee. Ich dachte, man könnte irgendwie durch den Boden durchbrechen. Crunch, crunch, crunch. Hier beim Rüstungsständer irgendwas. Ne. Okay, also Zelte haben wir alle durch. Es geht da hoch. Swoosh. Wollte jemand in den Brunnen reinspringen? Naja, kämpft gegen irgendwas. Mit einer Zwielilie. Kann man in den Brunnen rein? Ja, okay. Holy Water Urn. Das wird gegen Untote sein, huh? Da, Holy Water. Genau. Reinigt Untote mit heiliger Essenz. Kristallklares Wasser. War zuerst als Lotion gedacht. Dann bekam man heraus, dass man damit auch die Haut von Untoten und Hollows verbrennen kann. Sehr schön. Also sollten wir das jetzt nicht benutzen, ne? Ah, und das müsste jetzt genau der Weg zur Truhe sein. Ding? Ja. Zauberstab, 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 Zauberstab. Human Effigy mal 5. Oh, ist okay. So, da geht's also auch nicht weiter. Wir hatten hier das Runterfallding gesehen, genau. Das scheint wieder ein neues Gebiet zu sein. Wir rushen hier irgendwie zu schnell durch. Ich habe das Gefühl, ich verpasse viel zu viel. Also unten bei den Zwergen geht es noch weiter. Also sind verdächtig große Steine. Und da geht es runter irgendwo ein anderes Gebiet. Das scheint eine Kirche zu sein oder sowas in der Richtung. Super, eine Hillbilly-Kirche. Ich glaube, jetzt wo wir das Leuchtfeuer hier haben, springe ich von dem Leuchtfeuer mal zurück. Und zwar zu dem Zwergenleuchtfeuer. Und da gehen wir dann den Weg lang, den wir noch nicht lang gegangen sind. Weil sonst vergesse ich das echt noch. Und wo ist das doofe Leuchtfeuer? Im letzten Zelt, ja? Hehehe. Hier. Genau, also. Travel. Zwergentown. Swoosh. Zauber müssten jetzt ja aufgefüllt sein. Und den können wir von hier aus in das Drachenmaul. Das ist ein Drache oder eine Ratte? Könnte beides sein. Ziemlich verwittert. Oh. Elefantentyp. Loot. Blutflecken, 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 Blutflecken. Target bitte den da. Oh. Es ist eine Ratte gewesen. Es war definitiv eine Ratte. Wir sind wieder in einem Rattengebiet. Ah, das ist interessant. Okay. Das heißt, wenn jetzt hier ein anderer Spieler reintaukelt, dann können wir ihn in unsere Welt locken und ihn tothauen. Mit Hilfe von dem Elefantenmann. Der mag uns nämlich jetzt. Hallo Elefantenmann. Gucci, 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 Gucci. Ja. Das war jetzt nicht sehr in Character. Guck mal. Ich habe irgendwo irgendwas gemacht. Es wird... Ah, ich habe eine Tür aufgemacht. Mit noch einem Elefantenmann. Ja, okay. Dann holen wir ihn gleich mal ganz raus. Jo. Und dadurch machen wir es jetzt Leuten, die in unsere Welt gezogen werden, schwieriger. Weil sie dann gleich gegen zwei Elefantenmänner kämpfen müssen. Ist hier Loot hinter? Ja, Kiste. Sehr schön. Wäre auch noch schöner gewesen, wenn wir drei Lockstones ausgeben und nichts dafür wiederbekommen. Santiers Spear. Speer, wird sie nicht mit umgehen können. Gucken wir mal, was für Herausforderungen der hat. Anforderungen meine ich. Da.
Warum sehe ich keine Anforderungen? Equipment? Twinblade, da. Ich hasse das. Also, 20 Stärke, 22 Dex. Ja, nee. Das ist alles nicht in unserer Liga. Handaxt wäre in unserer Liga. Black Scorpion Stinger, der sieht cool aus. Aber 10, 18, 5, 12. Ja, das wäre, glaube ich, immer noch Talanas Favorit. Aber gut. Wie viele Lockstones haben wir noch? Ich sollte damit ein bisschen vorsichtiger umgehen. 3 Stück. Ja. Also ich werde jetzt erstmal keine Lockstones mehr reinpacken in diesem Gebiet, außer es ist offensichtlich, dass dahinter irgendwas Tolles ist. Oder man es braucht, um in dem Gebiet weiterzukommen. Pick up. Oh, Amber Herbs. 2 Stück, sehr schön. Denn, wie ich eben gerade sagte, ein Großteil der Lockstone-Geschichten hier wird primär dafür da sein, es den Anzugreifenden schwieriger zu machen. Was bist du denn für ein Viech? Ach, du bist so eine Ratten-Hund-Dingo-Geschichte. Okay. Da ist noch ein Lockstone-Ding. Also wir müssten jetzt wahrscheinlich ganz, ganz viele Spieler töten, um ganz, ganz viele Lockstones zu bekommen, um hier alles freizuschalten. Wir sind leveltechnisch noch nicht so hoch. Das heißt, wenn wir hier jetzt wirklich anfangen würden, Spieler reinzulocken und zu töten, wären die wahrscheinlich ähnlich stark wie wir. Aber die haben wahrscheinlich nicht so viel Spielerfahrung wie ich. Könnte sich lohnen. Ich benutze meine Effigy. Swoosh. So, und ich glaube jetzt, wenn ein Spieler das Gebiet betritt, müsste es klappen. Und könntest du bitte mal aus dem Weg gehen? Oh, was ist, wenn ich die runterschubse und die sterben? Hallo, mein Freund Zwerg. Rutsche er bitte runter. Ich will etwas testen. Geht nicht. Also ich müsste ihn angreifen und dann... Nee. Das wäre auch ein bisschen zu exploitisch. Kiste? Falle, man soll rollen probieren. Okay, nicht nach hinten rollen. Sondern so schräg wegrollen, gut. Roll, 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 roll. Jo. Titanite Chunk. Das ist sehr gut. Damit könnten wir unseren Zauberstab jetzt nochmal aufstufen. Und ein Petrified Dragonbone. Was haben wir hier? Nein, ich wollte die Nachricht lesen. Nicht hier. Okay. Das ist explizit. Das können wir so lassen. Das wäre auch schick, wenn irgendein Spieler schreiben würde, hier lohnt es sich auf jeden Fall einen Lockstone zu benutzen. Treasure ahead. Treasure ahead, try behind. Oh, da. Den hätte ich auch übersehen. Vielen Dank. Die bewerte ich mal. Ding. Ding. So. Boah, es ist ganz schön weitläufig hier. Überall liegt Loot rum und keiner greift uns an. Das ist echt schön, dem Rattenkönig zu folgen. Man darf töten, wahllos töten, wenn der Miner kommt. Und man kriegt Loot. Besser geht's nicht. Mitnehmen. Hier? Was? Waage ist ja nicht. Wenig Seele. Hä? Okay, es ist nicht wirklich eindeutig genug, als dass ich da einen Lockstone ausgeben möchte. Und zieht euch das mal rein, wie viele von den Lockstone-Dingern hier sind. Es dauert Ewigkeiten, die alle freizuschalten. Und hier ist wieder so eine Dreiertür. Moment mal. Wie kommt man da hin? Ach so, wahrscheinlich. Ist es da ein Zwerg? Ach, da geht's durch. Okay, einer von den Lockstones wird dafür da sein, da was aufzumachen. Ich denke mal, es wird der hier sein. Die drei da drüben werden für die Dreiertür sein. Nein. Das ist jetzt nicht schön.
Soll ich versuchen, darüber zu springen? Das schaffe ich keinen Fall. Wie weit springt Talana? Eine Körperlänge, wenn überhaupt. Das da sind anderthalb. Ne, sind zwei, zweieinhalb. Und es ist tief. Also, nee. Schlüssel. Wie viele Lockstones haben wir? Drei. Dann wären alle weg. Nee, 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 das will ich nicht. Wir müssen erst ein bisschen töten und dann klappt das vielleicht. Apropos Blut. Treasure Head.